So Leute, und da sind wir auch schon wieder bei Tales of Eternia. Leider Gottes immer noch in der Mine von Gnome, oder Gnome. Aber jetzt lassen wir mal das Dynamit liegen und nehmen mal die Schaufel mit. Denn wir haben ja schon ein paar Stellen gesehen, welche wir mit einer Schaufel hätten freigraben können. Also nutzen wir doch jetzt einfach mal die Chance und düsen mit der Schaufel mal ein bisschen durch die Gegend. Nehmen hier erst nochmal ein Item mit. Auch nicht schlecht, ein Savory. Ist wieder für unsere Statuswerteerhöhung. So, gehen wir mal hier runter. Ich gebe ehrlich zu, ich habe jetzt schon ein bisschen den Überblick verloren, wie diese Mine überhaupt genau aussieht. Aber der größte Vorteil ist gerade wirklich, dass wir uns hier jederzeit wieder voll regenerieren können. Das ist nämlich was, was die Sachen wesentlich angenehmer macht, wenn man mich fragt. Moment. Nein, keine Dark Bottle! Hilfe! Ich wollte eine Holy Bottle haben. So, buddeln wir uns hier mal einfach den Weg frei. Okay, du machst das. Hä? Was meinst du damit? Hier, viel Spaß. Du möchtest, dass ich das mache? Natürlich, wer denn sonst? Alleine? Danke. Wie nett. Wir lassen Reed einfach mal da stehen und lassen ihn alleine buddeln. Yeah. Deine Stärke und HP haben sich regeneriert. Das ist schön. Und Reed schaufelt sich da jetzt erstmal einen Wolf. Auch nicht schlecht. Frauen. Gut, das haben wir zumindest schon mal den Rundgang da freigeschaufelt. Man mag jetzt natürlich erstmal meinen, war witzlos. Da haben wir noch ein Red Shield. Haben wir für Reed aber, glaube ich, auch schon. So, einmal Hebel umlegen. Da kommt nichts mehr. Gut. Wo könnten wir denn jetzt dieses blöde Ding finden? Diesen Hebel. Ich meine, wirklich groß ist die Mine eigentlich nicht. Habe ich zumindest bisher den Eindruck. Gehen wir mal hier runter. Was war eigentlich nochmal das dritte? Wir hatten eine Schaufel. Die haben wir jetzt dabei. Wir hatten Dynamit. Ich überlege gerade, was das dritte Item war. Ja, der Aufzug funktioniert nicht, das wissen wir. Ich komme gerade echt nicht drauf, was das dritte Item war. Aber können wir hier mit einer Schaufel irgendwas machen? Ja. Hier können wir uns schon mal freischaufeln. Da ist auf jeden Fall auch irgendwas drin. Es ist Colleens Topf. Colleen? Es ist der Name eines Helden, der vor vielen, vielen Jahren gelebt hat. Es ist, dieser Topf ist einer der 7 Schätze von Celestia. Colleens Furz ist darin eingefangen. Bitte was? Okay. Warte mal eine Sekunde. Hier stinkt irgendwas. Was für ein Gestank. Das ist komisch. Der Topf ist gar nicht stinkig. Oh Mann, Meridy. Kein Kommentar. Auf jeden Fall haben wir jetzt wohl Colleens Pot gefunden. Schauen wir mal. Irgendwo muss er ja sein. Na? Oder doch nicht? Doch, da ist er doch. Öffnet es auf eure eigene Verantwortung. Egal, wir machen es jetzt einfach. Ah, man kann das Ding also mehrfach verwenden. Wir haben jetzt nur 1% unserer Max-HP bei jedem Char verloren, weil wir den Pot aufgemacht haben. Na, schönen Dank auch. Das hört sich doch toll an. Und ich habe leider Gottes immer noch keinen Plan, wo wir jetzt eigentlich genau hin müssen. So, komm, abdampfen. Nee, ich will mich mit euch jetzt nicht auseinandersetzen. Hier auf die Seite ging es dann auch nur wieder zu dem Rundlauf, genau. Also, nein. Tools, wo haben wir sie? Da ist die Holy. Wenn das so weitergeht, haben wir bald keine Flaschen mehr dafür. Aber Hauptsache, wir finden hier nochmal ein Elixier nebenbei. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht irgendwie nach einem Guide oder so weiter, wo wir hier langlaufen müssen. Also erwartet bitte jetzt nicht von mir, dass ich irgendwie hier zu 100% fehlerfrei den Weg laufe. Denn das kriege ich hier sowieso nicht hin. Die Mine ist sowas von verwirrend.
Ich meine, ich finde im Moment nicht mal den zweiten Dreckhaufen zum Wegschaufeln, den wir unterwegs mal gesehen haben. An den ich mich aber noch hundertprozentig erinnern kann, dass es ihn gab. Nein. Gehen wir hier nochmal nach oben. Also die Holy Bottles könnten echt ein bisschen länger halten, wenn man mich fragt. Aber netterweise fragt mich ja nie einer. So, da auf dem Schild steht ja auch nichts drauf. Wo geht denn der blöde Weg jetzt hier lang? Also zumindest habe ich jetzt nichts mehr gefunden, wofür man noch eine Schaufel bräuchte. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, wir erfrischen uns hier einmal wieder kurz. Und nein, noch schneide ich das Video nicht, keine Sorge. Ein wenig weitermachen werden wir auf jeden Fall noch. Was haben wir denn? Ach, den Schlüssel. Okay, kein Kommentar. Dieser kleine Stab ist ein Schlüssel? Natürlich, in Celestia benutzen viele Menschen so ein Ding. Ich wette, es ist nur ein verdammt alter Stab. Es lässt sich auch Maschinen bedienen. Es bedient Maschinen? Hört sich praktisch an. Gut, kein Kommentar. Ich bin einfach ein Trottel. Conserve TP erstmal, weil jetzt heißt es hier Dampf raus. Ich will hier aus der Höhle raus. Gut, wenigstens wissen wir jetzt aber, dank meines absolut genialen Versagens, dass wir den Schlüssel in Form dieses komischen Stabes letztendlich einfach nur aus dem Office holen mussten. Was natürlich sehr, sehr sinnig war, dass ich mir das nicht gemerkt habe. Na, was soll's. Jetzt heißt es ja einfach nur noch hier den kompletten Weg runterrennen und dann sind wir... Nein! Ihr seid fies. Jetzt verarschen sie mich alle. Die ganze Zeit finde ich das blöde Ding nicht. Und ja, dann springt es einem quasi mit dem nackten Hintern ins Gesicht auf einmal. Ja, dahinter werden jetzt noch ein paar Items versteckt. Aber wir wollen ein Stockwerk tiefer und dementsprechend versuchen wir jetzt auch mal hier ein bisschen Gas zu geben, damit wir die Holy Bottle noch bis hier ausnutzen können. Ja, gut. Man steht natürlich vor der Maschine. Nein, nicht Skills. Ihr. Gut, da habe ich zu spät reagiert. Aber ich denke mal, die eine Attacke ist noch verkraftbar. Komm, jetzt setzt den blöden Hebel da ein. Ja, der Lift arbeitet nicht. Wir haben noch den Schlüssel. Es braucht einen Schlüssel. Der Schlüssel ist im Office. Soll ich ihn hier reinstecken? Ja, sollst du. Verdammt nochmal. Dann. Sag mal. Ach so. Man sieht es nicht, dass der Hebel da drin ist. Alles klar. Dieser Ort sieht ziemlich sicher aus. Kiel, bist du müde? Nein. Es ist nur, dass dieser Ort ziemlich gut danach aussieht, um eine Pause zu machen. Es scheint nämlich, dass diese Höhle noch wesentlich tiefer hineingeht. Kiel, du bist erschöpft, oder? Schwachsinn. Was denkst du, Farrah? Ja, warum machen wir nicht eine kurze Pause? Ja, eine Pause. Okay, damit ist es entschieden. Gut, mal wieder eine unserer Pflichtpausen. Man, oh man, this place is so boring. Not that I expected much. Mann, oh Mann, dieser Ort ist so langweilig. Nicht, dass ich mehr erwartet hätte. We're not here for the view. What we need is a place to recover our strength. Wir sind hier nicht fürs Sightseeing. Wir brauchen einen Ort, wo wir uns wieder ein wenig erholen können. Want to play Whist? Möchtet ihr Whist spielen? Whist? What's that? Whist? Was ist das? Everyone should play. I brought from Iman. Jeder sollte es spielen. Ich hab's von Iman mitgenommen. Games are worthless. They're a waste of time and energy. If you've got such spare time, philosophical speculation would be a much more productive pursuit. How do you play?
Entschuldigt, wenn ich gerade lache, aber das war jetzt gerade richtig schön. Wie Kiel sich darüber auslässt, so von wegen Spiele sind doch nutzlose Energie- und Zeitverschwendung. Wenn man so viel Freizeit hat, sollte man lieber philosophische Studien und so weiter drauf einsetzen, dafür einsetzen. Und Pharaoh nur ganz genau, wie spielst du's? Simple. We play and I explain. Es ist ganz, ganz einfach. Wir spielen es und ich erkläre es. Ja, jetzt dürfen wir Whist spielen. Ein kleines Kartenspiel, welches aus Celestia ist. Allerdings werde ich in die Regeln und so weiter etwas genauer erst im nächsten Video eingehen, denn wir sind jetzt schon wieder knapp am Ende der Zeit. Und die Erklärung von Whist dauert etwas länger, mal ganz abgesehen davon, dass dieses Spiel leider Gottes auch noch extrem auf Glück basiert. Wer allerdings schon mal einen kleinen Voreindruck haben will, der sollte sich mal über Uno informieren. Dann werden ihm sicherlich ein paar Parallelen bekannt werden. Aber wie gesagt, ich verabschiede mich erstmal. Bis zur nächsten Folge. Alles Gute und tschö, tschö.